Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Taino Grillecke. Heute mit einem neuen Gesicht an meiner Seite. Ich habe die Gina dabei, eine Kollegin aus dem Büro. Und wir wollen uns heute mal um diesen Grill kümmern. Es ist endlich Frühling, endlich wieder Grillwetter. Was sagst du, was machen wir mit dem Grill? Ja gut, erstmal müssen wir ja schauen, ob er den Winter überhaupt noch gut überstanden hat. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es ebenfalls. Ich habe ja ein paar Mal gegrillt, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich hoffe, dass die Spinnen den nicht vereinnahmt haben, ne? Aber müsste eigentlich gehen. Sehen wir gleich noch. Ja, was haben wir vor? Wir werden einmal den Grill wieder auspacken, herrichten für die Grillsaison. Das heißt einmal putzen. Erstmal alles rausnehmen. Dann alles sauber machen, Gusseisen neu einbrennen, dann Edelstahlpflege schön überall drauf. Und ihr seid live dabei. Ich würde sagen, los geht's, oder? Wir verlieren keine Zeit. Ja, auf geht's. Dann möchtest du oder an. Machen wir das zusammen, ne? Ja, wir müssen erstmal unten aufmachen. Ach, ja, ja. So, Spannung steigt. Ah ja, gar nicht verkehrt, oder? Ich tue die mal darüber. Ja, und wir schauen mal, wie es so hier drin aussieht. Was sagen die Spinnen? Sagen. Geht, ne? Ja, hab zum Glück keine gefunden. Ja, was sagst du, Verspinnen? Ein bisschen schon. Okay, okay, na gut. Aber nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, ich würde sagen, alles rausräumen. Ich habe auch Handschuhe. Perfekt. Ja. Hier. Dankeschön. Alles raus können wir da auf den Tisch stapeln und dann werden wir den Grill erstmal putzen. Ich habe einen Eimer vorbereitet mit Wasser und ein bisschen Spülmittel und einem Lappen. Wenn der Grill stärker verschmutzt ist, dann würde ich empfehlen, den Grillreiniger zu nehmen. Das heißt, dann alles ordentlich einsprühen, einwirken lassen und dann mit Wasser nachspülen. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig dreckig, deswegen. Nö, der hat sich doch noch gut gehalten. Ja, würde ich auch sagen. So, pass auf, wir richten einmal alles her und dann machen wir die Kameras wieder an. So, ich lege das einfach dann mal alles auf den Tisch. Kümmern wir uns gleich um die Gusseisenroste. Weil, ach, die sind aber auch noch relativ gut eingefettet, ne? Also immer neu einfetten, das Gusseisen. Weil, ihr wisst ja, das braucht die sogenannte Patina, damit das nicht rostet. Und die Brennerabdeckung, ah, die sehen auch noch gut aus, ne? Super. Die haben sich über den Winter doch noch gut gehalten. Ja, top. Wunderbar. Dass die ein bisschen rosten, ist völlig normal, ne? Das sind letztendlich auch Verschleißteile. Das ist natürlich eine Bullenhitze. Aber so sind die noch völlig in Ordnung. Nach ein paar Jahren kann man die auch mal tauschen. So würde ich sie erstmal lassen. Gut, was haben wir noch? Nix, ne? Nö. Dann? Können wir so putzen. Ja. Fangen wir außen oder innen an? Lass uns außen anfangen, dann ist nämlich der Lappen noch sauberer. Perfekt. So, einmal. Welche Farbe möchtest du? Ach, ich nehme den Orangen an. Sehr gut. Wunderbar. Ja, dann go. Stell den einmal da einfach hin, ja? Ja. So, also einfach einmal grob den Dreck weg. Aber so schlimm ist es tatsächlich nicht. Die Abdeckhaube hat das ganz gut geschützt über den Winter. Achtung mit deiner Hand. Jo. Kann ich einmal durchgehen? Bitte. Ja. Dann? Einmal rein. Puh, okay. Ja, los geht's. Ich würde sagen, ich fange hier oben einfach mal am Deckel ja, an. Ja, genau, gerne. Kümmere mich mal hier. Ah ja, das geht auch gut weg. Passt auf, dass ihr bei dem Edelstahl nicht mit irgendwas Scharfkantigem reingeht, weil sonst der Edelstahl beschädigt werden kann und dann schneller rostet. Und das möchte man natürlich vermeiden. Was ihr auch machen könnt, wenn da so eine dicke Schmockschicht drauf ist, einmal mit einem Holzspatel zum Beispiel oder einem Plastikspatel aus dem Baumarkt dran, und einfach diese Schmockschicht wegmachen. Ansonsten, wenn er nicht stark verschmutzt ist, reicht eben ganz normaler Lappen. Ich habe in der Zwischenzeit mal die Fettfangwanne rausgeholt und das hat sich richtig gelohnt. Da bin ich also einfach mit dem Schaber rein, habe den ganzen losen Dreck da einmal weggekratzt. Das ist ganz wichtig, weil wenn hier nämlich noch die Fettreste drin hängen, dann kann es auch mal zum Grillbrand kommen.
deswegen hier gucken, dass die bitte immer richtig sauber ist. Gut, wir sind noch weiter am Putzen und sobald wir den Grill blitzeblank haben, würde ich sagen, machen wir die Kameras erst wieder an. Ne? Bis gleich. Bis gleich. Gut, der Grill ist relativ sauber. Es war irgendwie doch immer mehr Arbeit, ne? Kann man so also sagen. Vor allem dieser Schmock am Rand. Aber wie gesagt, Holzspatel, das klappt eigentlich ganz gut. Mhm. Ne? Weil sonst gehen die Lappen ja gerne mal kaputt. Okay, während der Grill abtrocknet, hat sich die Gina freundlicherweise bereit erklärt, sich um unsere schönen Gusseisenroste zu kümmern. Und ja, ich würde sagen, leg einfach los. Hier ist Öl. Ich fang einfach mal an, genau. Hier, ne? Rapsöl. Wir haben die hier so ein bisschen ausgebreitet auf Küchenrolle. So mache ich das eigentlich immer ganz gerne, weil dann kann man da relativ viel Öl drauf pinseln, ohne dass es abtropft. Wenn ihr das im Grill macht, ist die Gefahr, dass halt zu viel Öl abtropft und sich das dann irgendwo im Grill sammelt. Das will man nicht. Also einfach schön dick einpinseln hier und dann schauen wir gleich weiter. Denkt dran, Gusseisen braucht wirklich diese Fettschicht, eben wie vorhin schon gesagt, für die Patina. Letztendlich ist das einfach nur eine Schutzschicht aus Fett, die das Gusseisen schützt, also vor Hitze, Rost und so weiter. Und dadurch habt ihr einfach viel länger was vom Gusseisen. Das gilt für alle Gusseisenprodukte, also egal ob Dutch Oven, Gusseisenpfanne oder eben hier Gusseisengrillroste. Die brauchen alle hier regelmäßig einfach ihr Fett. Das heißt auch wirklich alle paar Wochen, am besten sogar nach jedem Grillen, mal kurz ein bisschen nachfetten, ein bisschen Öl auf dem Küchenpapier zum Beispiel nochmal drüber. Und dann habt ihr lang Freude mit den Gusseisenrosten. Ich habe noch einen Teaser vorbereitet. Hier, guck mal, während du hier pinselst. Hast du das schon gesehen? Nee, bisher noch nicht. Haben wir relativ neu, ne? Was könnte das denn sein? Das ist ein Gusseisenrost für den Keramikseitenbrenner. Der kommt ja standardmäßig mit dem Edelstahlrost. Und wir haben immer wieder Anfragen gehabt von wegen, hier habt ihr nicht vielleicht einen Gusseisenrost für den? Und hier ist er. Wenn du möchtest, pinsel den doch nochmal mit ein. Mach ich doch direkt. Dann können wir den nämlich gleich noch mit einbrennen. Gut, also das heißt, die Gina pinselt fleißig. Ich kommentiere das Ganze. Ne, einer muss ja auch irgendwie hier die... Ein bisschen reden, ja, ja, und sich vor der Arbeit drücken. Ja, ja. Super. Das kann ich immer gut. Genau. Ansonsten würde ich sagen, wenn wir fertig gepinselt haben und das Gusseisen gut abgetropft ist, machen wir die Kameras gleich wieder an. Bis gleich. Okay, im nächsten Schritt wolltest du unbedingt das Edelstahl polieren, hast du gesagt, ne? Ja, damit es halt wieder sehr schön ja, aussieht. Super wichtig. Wir haben hier einfach so eine Edelstahlpflege, gibt es online oder im Baumarkt. Wir haben sie leider noch nicht, aber wir arbeiten dran. Das heißt, wir lassen jetzt gerade mal den Gusseisen noch ein bisschen abtrocknen. Ja, der Zeit. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns hier um diesen wunderschönen Edelstahl. Ja, fangen wir an. Okay, also pass auf. Ich sprühe den einfach so damit ein. Und dann kann man das einfach schön einreiben. Und dann ist der wieder gut geschützt. Denkt dran, auch Edelstahl braucht Pflege, auch Edelstahl kann rosten. Das heißt, auch dieser Edelstahl braucht eben eine Schutzschicht. Und auch bitte nie irgendwie mit einer Drahtbürste oder so reinigen, sondern auch immer nur mit Wasser. Ein bisschen Spülmittel ist okay. Gut trocknen lassen und dann eben hier mit so einer Edelstahlpflege richtig gut einreiben. Schön polieren, im Prinzip wie ein Auto, was man poliert. Und dann hat er so eine kleine Schutzschicht. Ist letztendlich, glaube ich, auch nur eine Art Fettschicht. Aber dadurch ist er halt wirklich gut geschützt und wird nicht rosten. Ist auch nicht so anfällig für Flugrost dann. Und dann hat man auch da wieder relativ lang Freude an seinem Grill. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt hier wieder um den ganzen Grill. Und wenn es fertig ist, machen wir die Kameras wieder an. Bis gleich. Ich bin mega stolz auf unser Ergebnis. Ich finde, es kann sich auch sehen lassen. Das an, ne? Ich glaube, man sieht es hier in der Kamera. Sieht aus wie neu, oder? Definitiv. Also das ist wirklich, ja gut, innen ist natürlich, haben wir trotzdem gut sauber gemacht. Aber hier, guck mal, durch diese Edelstahlpflege, also das lohnt sich wirklich. Holt euch da eine aus dem Internet, aus dem Baumarkt, wie gesagt, Edelstahl- und Chrompflege meistens. Und einfach ab und zu den Grill damit polieren. Und dann glänzt er wieder so schön. Wow, der ganze Stolz. Okay. Wie machen wir weiter? Dann bauen wir jetzt die Sachen wieder rein, die das wir eben rausgeholt haben. Genau. Also Brennerabdeckungen rein, Gusseisenroste wieder rein, Warmhalterost rein. Und dann könnte eigentlich die Laura schon mal die Gasflasche langsam holen. Ne? Aber lass uns das vielleicht erst einmal reinbauen. Ich hole erstmal die Sachen kurz. Genau, alles klar, perfekt. Wir haben nämlich noch eine Kollegin hier. Also mir geht es heute richtig gut mit den beiden Damen.
Die ist normalerweise hinter der Kamera, aber die holt gerade freundlicherweise die Gasflasche aus dem Schuppen. Und mal gucken, ich hoffe, da ist noch genug drin. Klappt das mit der Brennerabdeckung? Sehr gut. Passt. Wunderbar, einfach wieder reinlegen. Da müssen wir gleich gucken, wenn wir zünden, ob es also richtig zündet. Es kann immer sein, dass praktisch in der Gasdüse vorne auch irgendwelche Spinnenweben oder sonst was drin sind. Das heißt, da müsstet ihr halt gucken, wenn es nicht richtig zündet, da einmal reingucken, schauen, ob die Brenner richtig sitzen. Also praktisch hier ist die Gasdüse und die Brenner sollen so davor sitzen. Das heißt, man sieht, wenn man vorne in den Korpus reinguckt, sieht man so die Gasdüse. Wir gucken gleich. Ich gehe eigentlich davon aus, dass der gut zündet. Der hat ja eigentlich nie Startschwierigkeiten gehabt. Okay, achso, Warmhalterost haben wir auch noch. So. Jetzt hoffe ich, dass die Laura gleich mal kommt mit der Gasflasche. Die ist recht schwer. Das stimmt. Ah, da ist schon. Wow, danke. Dankeschön. Danke, danke. Okay. Die auch wieder rein. Halt. Gut. Schön anschnallen die Flasche. Mhm. Und hast du schon Hunger eigentlich? Wir könnten das gleich schon mal ausprobieren. Ja, ja, ich habe mega Hunger, ehrlich gesagt. Ich habe auch hast du überprüft? Ach genau, guter Punkt. Guter Punkt, vielen Dank. Erzähl mal wieso. Ja, einfach über den Winter. Wir müssen einfach mal schauen, ob denn irgendwo ein paar Risse entstanden sind. Ansonsten ja, könnte Punkt. Das jetzt nicht so ganz gut funktionieren. Ja, dann zur Not lieber tauschen. Ne? Gasregler mit Schlauch haben wir auch bei uns im Shop. Alle paar Jahre einfach tauschen. Das wird einfach über die Zeit ein bisschen porös, das Material. Habe ich tatsächlich gerade gecheckt, das passt. Sehr gut. Das heißt, ich schraube den hier wieder handfest drauf. Immer verwirrend mit dem andersrum Gewinde. So, ich drehe mal auf, ja? Mach mal. Und dann Vollgas. Brenner zündest du? Wow, ich habe noch die Handschuhe. Perfekt. Achso, darf ich, ja? Das darfst du diesmal machen. Sehr gut. Wow, also wirklich vorbildlich der Platinum, Wahnsinn. So, wichtig ist, wenn ihr das erste Mal wieder gezündet habt, schaut euch das Flammenbild einmal an. Es soll gleichmäßig blau sein. Wenn es nicht gleichmäßig ist, kann es sein, dass der Brenner noch irgendwie verdreckt ist. Da müsste man den noch einmal ausbauen. Ich glaube, da machen wir mal ein extra Video. Das sprengt sonst den Rahmen. Also gleichmäßig blaue Flammen überall. Dann passt das. Dann machen wir jetzt hier einen Deckel zu. 200 Grad ungefähr, ne? Ja, so. Großeisen. Eine Viertelstunde lassen wir den jetzt mal so stehen. Machen wir. Und dann holen wir euch wieder dazu. Bis gleich. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr erwarten, endlich was auf den Grill zu schmeißen. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt 20 Minuten ungefähr die Gusseisenroste neu eingebrannt. Wir gucken mal, wie es aussieht. Oh ja. Oh ja. Das wird heiß. Okay. Ich glaube, es reicht, ne? Ich denke auch. Das sollte passen. Ich lasse die mal ein bisschen langsam abkühlen. Machen wir unten die Flasche zu. Und dann hole ich gleich was aus dem Kühlschrank und wir schmeißen es auf den Grill. Ich habe echt mega Hunger. Das klingt nach einem guten Plan. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine mega gute Grillsaison. Viel Spaß mit eurem Taino-Grill. Schaut mal bei uns im Shop vorbei. Wir haben eine ganze Menge Zubehör mittlerweile. Wir haben Dutch Oven, Grillpfannen. Wir haben mittlerweile auch ein Zubehörset mit Haken und Flaschenöffner hier für ein Platinum. Was fällt dir noch ein? Das neue Gusseisenrost-Set hier für die Searzone. Was ich könnt ja ihr jetzt mittlerweile auch erwerben bei uns. Genau. Gute Idee. Also wirklich eine ganze Menge. Wenn ihr Pizza-Fans seid, eine Pizzabox für ein Platinum oder einen Pizzaofen mit Pellets, schaut einfach vorbei, wir freuen uns. Und ansonsten bis bald wieder, oder? Hier in der Grillecke. Bis bald. Ja, macht's gut.